dann sammeln wir hier das Amulett auf. Kriegen gleich eine Nachricht Hinterhalt voraus, ja. Die stimmt nämlich. Von da aus kommt nämlich erstmal einer angerannt. Und da oben haben wir gerade nochmal einen gesehen. Wow. Locke ich dich mal. Pff. Runter, wollte ich sagen. Komm. Komm, Darling, komm. So. Und jetzt kommt die gemeinste Stelle. Erstmal ist hier kurzzeitig ein Hulk-Turtle. So, den können wir allerdings recht gut ausschalten. Problem ist das, was als nächstes kommt. Nämlich hier die Guillotine. Die Guillotine selber ist nicht der Rede wert. Sondern der Hulk-Turtle, der sich dahinter versteckt. So, wir warten, bis die Guillotine runterfällt. Aktivieren sie nochmal. Locken dann den Hulk-Turtle an. Locken ihn einen Schritt vorwärts. Ah, das war zu weit vorwärts. Na gut. Die Idee, ihn in die Guillotine zu locken, hat diesmal nicht funktioniert. So, dafür funktioniert das wenigstens. Einigermaßen. So. Oh, Falle. Hier brennt wieder mal alles. Lassen wir es brennen. Und hier ist eine Leiter. Die klettern wir jetzt hoch. Wichtig. Leiter hochklettern. Das Ding ist auch gemeingefährlich. Das dreht sich nämlich. Warum sie das da eingebaut haben, das gibt es nämlich im Original Dark Souls 2 auch nicht. Da ist der Raum einfach leer. Und ja, hier ist ein Leuchtfeuer, das ich aktivieren wollte. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Und der Hebel hier, der schaltet das Feuer aus. Im gesamten Eisenschloss übrigens. So. Das macht unser Leben doch schon mal viel angenehmer. Zeugen. Das heißt, wir können hier in Ruhe den Blitzkurzbogen uns schnappen. Und ich habe eigentlich viel zu viel Seelen, als dass ich das jetzt riskieren sollte, was ich jetzt vorhabe. Also sollte ich es vielleicht eigentlich gar nicht riskieren. Da oben ist nämlich noch Loot und an den würde ich gerne rankommen. Und wie man sich schon denken kann, an den kommt man da oben ran. Doch das da oben hat mehrere Nachteile. Zum einen, Spoiler, Spoiler, es kommt ein Finstergeist. Zum anderen ist das eine sehr garstige Ecke. Hier stand übrigens früher mal eine Mimik. Oh. So, ich heile mich mal mit einem Lebensstein. Und ja, wenn ich hier lang gehe, kommt Vorsicht vor Finstergeist.
Weil da kommt der Finstergeist Oliver, der Sammler. Mit einem Pferdekopf übrigens. Ah, er ist nicht so stark. Also das meiste, was er uns anhaut. Heilige Scheiße. Warum hat der eine Keule? Oh. Jetzt hat er gar keine Waffe in der Hand. Ah, der hat sehr viele Waffen, der Sammler. Oh. Aber wir haben ihn geschafft. Hey. So, du bist, soweit ich weiß, keine Mimik. Nein, aber ich habe dich gerade pulverisiert. Gut. Ich weiß nicht mehr, was in der Kiste drin war. Hoffentlich nichts Wichtiges, Nützliches. Ah. So, das hier ist ein Einwegweg. Da ist erst einmal ein Wahrheitsverkünder. Ne, bevor wir den Einwegweg gehen, habe ich was anderes vor. Nein, das kann ich schlecht machen. Mist. Ja, gut. Alles ein bisschen blöd. Gib mir noch mal einen Lebensstein. So, hier kommt nämlich jetzt wieder eine ziemlich geile Stelle. In Anführungszeichen. 1, 2, 3 Todesschützen. Und ich habe nicht genug Pfeile, oder? Schieß, genau. Oh, das war nichts. Das war gegen die Treppe geschossen. Und jetzt sind alle drei übrigens aggro auf mich. Na, wenigstens den einen kriege ich aber noch weg. Wenn ich nicht so oft in die Wand schieße. So, dort wechsle ich einfach auf Feuerpfeile. Au. Oder lass mich einfach ein paar Mal treffen, dann sterbe ich eh. So. Gut, der erste ist weg. Heilstein. Das war wieder. Kannst du nicht die Treppe hochgehen? Was zur Hölle ist gerade los? Genau. Ich versuche ihn so gut wie möglich runter zu ballern mit dem Pfeil, den ich noch habe. Da werde ich wahrscheinlich auf Angriffskurs gehen müssen. So. Das könnte wieder wehtun. Aber stimmt ja, sie haben ein kleines Problem im Anvisieren. So. Wenn sie nämlich einmal gezielt haben, können sie das Ziel nicht mehr wechseln. Titanitscherbe, Flammenpfeil war das, glaube ich. Ja, genau, ein Einfallspinselgewürz. Diese Gewürze hier. Ah, da ist es ja. Ein Gewürz mit merkwürdigem Aroma. Ein Zauber verlangt Hingabe vom Wirkenden. Durch dieses Gewürz ermöglicht es einem IS einen Zauber mit einer um 1 verringerten Intelligenz zu nutzen. Funktioniert nur mit der Unterstützung einer bestimmten Person. Das Gewürz erhöht eure Intelligenz nicht, sondern senkt die Anforderung. Genau.
Das steigert also nicht meine Attribute, sondern verringert die Zauberanforderung. So. Großarzt des Schwarzen Ritters. Und an dieser Stelle werde ich zum ersten Mal den Ring der Lebenssicherung benutzen. Weil hier kann man gut sterben an der Stelle. Und ich möchte die Seele nicht verlieren. Da ist es mir mehr wert, den Ring kaputt zu machen. Erst einmal sind hier nochmal ein geborstener roter Augapfel und eine Fackel. Ziemlich useless Gegenstände. War hier ein Gegner irgendwo? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, scheinbar nicht. Nee. So, jetzt kommt nämlich die Stelle, an der man sterben kann. Man sieht da in dem Pottich mit der Lava ist eine Leiche, die man plündern kann. Und zu der Leiche muss man irgendwie runterkommen. Ohne dabei in den Pottich zu fallen. So, weil sonst geht das schief. Und wir haben ein Riesenproblem. Aber es hat geklappt. Sehr schön. Damit haben wir das Gebiet abgeschlossen, ohne drauf zu gehen. Und ich kann jetzt das machen, was ich vorhatte eigentlich. Nämlich hier lang gehen. Zurück an diese Stelle. Hier ist nämlich eine Tür, die wir vorhin schon mal gesehen haben, die ich aber dezent ignoriert habe. Und hinter dieser Tür ist ein Wahrheitsverkünder. So. Oder ein Wahrheitswerk, besser gesagt. Das öffnet uns einen neuen Weg. Jo. Hier oben ist erstmal wieder eine Truhe. Aus Eisen, also wird da was Nützliches drin sein. In den anderen Truhen sind hauptsächlich Nutzgegenstände oder Titaniten drin. Donnerquarzring plus 1. Und ein frisches Leuchtfeuer. So. Und dann kann ich euch mal kurz zeigen, was hier oben ist. Neben einer Nebelwand, die man schon durch den Boden durchsieht. Kennt ihr den Jungen noch? Ja, es ist derselbe. Das hier ist nämlich ein weiterer Glockenturm. Und nein, auf den habe ich jetzt mit den Stats, die ich gerade, Sachen, die ich gerade habe, keine Lust. So, ich sortiere erstmal Sachen weg, die ich gerade nicht so brauche im Inventar. Wie zum Beispiel das Skeptiker-Gewürz. Beziehungsweise es ist das Einfallspinsel-Gewürz. Hier habe ich das Skeptiker-Gewürz. So, Abfall kann ich verkaufen. Der ist nämlich im Gegensatz zu Dark Souls 1, wo man ihn einmal mit den Krähen handeln kann, ist er hier wirklich wertlos. So, Waffen. Wir haben einen Schwarzstahl-Katana. Das kann weg. Großachse Schwarzen Ritters. Ein Zweihänder können alle weg. Der Kurzbogen mit Blitz kann weg. Die Sachen brauchen wir nicht. Die Alone-Rüstung, die sammle ich mal. Ja, Alone-Gamaschen. Grabwächter-Unterteil brauchen wir nicht. Ringe haben wir jetzt den Donnerquarzring doppelt, deswegen lege ich den einen mal weg. Den Standard, den einfachen. Das brauche ich nicht, Zauber brauche ich nicht. Da Feuerpfeile haben wir ziemlich viele. Wir haben große Titanitscherben, was gut ist. Wir haben kleine Titanitscherben jetzt wieder. Im Überschuss Funkeltitanit. Wir haben sehr viele Titanitschollen. Und ja. Nee, das will ich nicht. Ich will zurück. Jetzt reisen wir wieder an den Anfang des Eisenschlosses. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich den Egilsgötzen und die Grenzbrücke. Ich will zur Grenzbrücke zurück. Aus zwei Gründen. Erstmal will ich bei Megarold was kaufen. Weil wir die meisten anderen Händler auch, wenn wir bei ihm genug Geld ausgegeben haben, gibt er uns was Schönes. Also bevor ich unsere die ganzen Seelen
nur in Level-Ups packe, die ich gerade habe. Oh, und da ist auch der Ritterhelm, den wir brauchen.